Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der MZ Kickshow. Der Fußball-Bayern-Ligist, der FC Amberg und Torjäger Engin Kalender gehen in Zukunft getrennte Wege. Die Chemie stimmt nicht mehr zwischen den Spielern und dem Torjäger, sagte Alberto Mendes, der Trainer des FC Amberg, gegenüber der MZ Kickshow. Kalender ist freigestellt und wird voraussichtlich in Zukunft für einen anderen Club auf Torejagd gehen. Der Schierlinger Pascal Itter wird eine besondere Auszeichnung erhalten. Der 17-jährige Fußballer, der jetzt beim 1. FC Nürnberg spielt, bekommt die Fritz-Walter-Medaille in Bronze. Er hat für den 1. FC Nürnberg im DFB-Vereinspokal und bei der U17-Europameisterschaft in Slowenien insgesamt 48 Spiele bestritten. Und mit dieser Auszeichnung ehrt der DFB gemeinsam mit der Fritz-Walter-Stiftung herausragende Jugendspieler in den Altersklassen U19, U18 und U17. Ja, und wenn man mal die Liste durchgeht, wer hat diese Medaille schon erhalten, dann hat Pascal Itter wirklich prominente Vorgänger: Manuel Neuer, Kevin Prinz Boateng, Mario Götze oder Toni Kroos. Da scheint ein Schierlinger eine ganz große Karriere vor sich zu haben. Unsere Partie des vergangenen Wochenendes war ein Match in der Bezirksliga Nord der Oberpfalz, der FV Vilseck gegen den SC Lue Wildenau. Bei der Bezirksliga-Begegnung des FV Vilseck gegen den SC Lue Wildenau war den Zuschauern ein gutes Spiel geboten. Nach anfänglichem Abtasten, das vor allem im Mittelfeld stattfand, ging es schon bald zur Sache. 37. Minute. Patrick Schinner hat eine Chance auf ein Tor, setzt sich gegen mehrere Gegenspieler durch, aber verfehlt knapp das Tor. Eine Minute später, Thorsten Troche schießt einen Diagonalpass auf Patrick Schinner, der zieht ab, die Kugel prallt vom Pfosten ab und er schiebt sie zum 1:0 ins Tor. In der zweiten Hälfte nahm die Kratzer Elf das Tempo etwas heraus und Lue kam nun besser ins Spiel. Die Vilsecker Viererkette stand aber dermaßen sicher, dass FV-Keeper Stefan Preuß über die gesamte Zeit nicht ernsthaft geprüft wurde. 77. Minute. Patrick Schinner wird von Matthias Rothballer im Strafraum gefoult. Gelbe Karte. Den fälligen Elfmeter verwandelt Stefan Liermann sicher zum endgültigen 2:0. Trainer Martin Kratzer war zufrieden mit seiner Mannschaft. Dass wir ein ganz schweres Spiel haben, weil Lue Wildenau sicher zu den stärksten Mannschaften in der Liga gehört. Wir haben uns gut eingestellt auf den Gegner. Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, haben über 90 Minuten keine einzige Tormöglichkeit den Gegner zugelassen und haben verdient 2:0 gewonnen. Da die Vilsecker immer nah am Gegner waren, hatte Lue wenig Möglichkeiten auf ein Tor, so Kratzer weiter. Wir blicken aufs kommende Wochenende. Felix Kronawitter von mzkick.de. Was ist denn dein Spiel der Woche? Servus Armin. Mein Spiel der Woche ist die Partie in der Landesliga Mitte zwischen dem FC Tegenheim und dem ASV Korn. Am Samstag um 16 Uhr erwartet die Truppe von Trainer Martin Reisser mit dem ASV ein happiger Brocken. Die Kammer sind Tabellenführer in der Landesliga Mitte und haben durch den sage und schreibe 8:1 Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Sillingporten 2 kräftig Selbstvertrauen getankt. Die Tegenheimer dagegen wollen den Anschluss an die vorderen Plätze nicht verlieren. Eines ist gewiss, das wird ein heißer Fight am Samstag. Unser Studiogast am heutigen Tag ist Jimmy Müller, Mittelfeldspieler beim SSV Jahn Regensburg. Hallo Jimmy. Hallo Armin. Die ersten beiden Spiele in der zweiten Liga sind gespielt. Der SSV Jahn Regensburg hat 2-mal gut gespielt und 3 Punkte auf dem Konto. Bist du denn auch zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Also was die Jungs jetzt gezeigt haben in den ersten 2 Spielen, das war beeindruckend. Also wenn ich an 60 denke, da war ein bisschen Pech dabei. Aber jetzt am Sonntag, das war ja super. Also die Duisburger hatten ja wirklich fast keine Torchancen. Und wie gesagt, Hut ab vor der Leistung. Du warst diese ersten beiden Spiele gesperrt. Wie weh hat es denn getan, von außen zusehen zu müssen? Ja, das tat natürlich schon arg weh, weil man die ganze Vorbereitung mit Gas gibt, mit den Jungs und man ist dabei. Aber dann, wenn es drauf losgeht, in die Allianz Arena einzulaufen und man sitzt dann außen, da tut es dann schon ein bisschen weh, aber jetzt ist es zum Glück vorbei. Knapp 8.000 Zuschauer im Jahnstadion. Die Verantwortlichen waren ein bisschen enttäuscht. Man hätte mit ca. 10.000 gerechnet. Warst du auch enttäuscht? Ja, Enttäuschung ist immer so eine Sache. Ich fand, es war eine gute Stimmung. Es war eine schöne Atmosphäre mit der neuen Tribüne und alles. Na klar, freut man sich, umso mehr Leute kommen, umso besser ist es. Aber ich meine, es war jetzt ein guter Anfang. Ich glaube, wenn wir letztes Jahr den Vergleich hätten zu den Zuschauerzahlen, dann würden wir uns auch über, freuen wir uns auch über 8.000.
Jetzt ist es natürlich so, Montag das Pokalspiel gegen den FC Bayern München ist im Fokus der Fans, der Medien, der Verantwortlichen. Wie hoch ist deine Fieberkurve schon? Ja, okay, es gibt natürlich nichts Cooleres, wie gegen FC Bayern München zu spielen. Also ich glaube, da träumt man immer mal davon, gegen Spieler, die man sonst nur im Fernsehen sieht, selbst antreten zu dürfen. Und ich glaube, die Kurve jetzt hält sich noch in Grenzen, die Nervosität und die Anspannung. Aber ich glaube, umso näher es aufs Spiel geht, umso mehr freut man sich dann auch drauf. Blick mal nochmal zurück, du hast die Auslosung verfolgt, wir haben damals schon miteinander gesprochen, wie war das erste Gefühl? Ja, das war natürlich Wahnsinn, weil man sagt davor, spielt man es ja mal kurz durch und sagt, hey Mensch, wen wetten man am liebsten? Und dann war natürlich, ist eigentlich immer FC Bayern gefallen, also weil es einfach in Deutschland keinen größeren Verein gibt. Das Stadion ist restlos ausverkauft, 12.500 Zuschauer werden im Jahnstadion sein. Wie war denn so bei dir das drumherum? Wie viele Leute wollten denn Karten von dir? Ja, natürlich jeder, der mich schon mal auf der Straße laufen hat sehen, so ungefähr, wollte eine Karte. Aber also es war das Angebot, ich hätte wirklich eine ganze Tribüne voll machen können, glaube ich, wenn ich es drauf angelegt hätte. Aber ja, es ist halt dann doch so, dass man nicht so viele Karten bekommen und es ist auch ganz gut, weil es dann doch immer eine Lauferei ist und immer hin und her mit dem ganzen Geld und wer kriegt eine Karte, wer nicht, ist dann trotzdem blöd und jetzt ist es ganz gut, dass es nicht so viel Stress ist quasi. Gibt es eine sportliche Chance gegen die großen Bayern? Ich denke, es gibt immer eine sportliche Chance. Warum sollte man uns verstecken? Ich meine, klar ist der Favoritenrolle, glaube ich, vergeben, aber ich denke, wir geben alles und hauen uns da 90 Minuten rein und das können wir versprechen. Ob es dann dafür langt, dass wir gewinnen, das kann man nicht versprechen, aber wir werden alles geben. Wie sieht es denn bei dir selbst aus? Gibt es schon ein Zeichen vom Trainer, von Oskar Korocanu? Bist du dabei? Die Mannschaft hat ja zweimal gut gespielt, dann gibt es ja den alten Spruch, never change a winning team. Ja, das ist natürlich ein alter Spruch, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich mich im Training noch zeigen kann, dass ich mich anbieten kann, dass ich sagen kann, okay, jetzt bin ich wieder da, jetzt will ich auch spielen. Und am Ende ist es eine Entscheidung vom Trainer und ich hoffe mal, dass er mich berücksichtigt. Aber wie gesagt, man weiß nie und die Jungs haben es gut gemacht. Also von daher muss ich mich vielleicht erstmal anstellen. Aber ich will alles dafür tun, dass ich spiele, auf jeden Fall im Training jetzt dann. Kommen wir nochmal zurück zur zweiten Liga. Wir schauen schnell auf die Tabelle der SSV Jahn Regensburg. Im Moment auf Rang 8. Wenn das am Ende der Saison so wäre, wäre es super, oder? Ja, ich glaube, dann wäre es eine ähnliche Sensation wie letztes Jahr, dass wir aufgestiegen sind. Aber wir schätzen es auch realistisch ein. Wir wollen jetzt nicht den Boden und die Füßen verlieren, nur weil wir sagen, wir haben gegen 60 gut gespielt und unglücklich verloren und jetzt gegen Duisburg daheim 2-0 gewonnen. Man muss es auch immer realistisch sehen, dass für Duisburg einfach zurzeit nicht gut läuft oder mit der roten Karte, das uns in die Karten gespielt hat. Und wir versuchen einfach unsere Punkte zu holen und deswegen liegt auch Augenmerk auf Berlin. Also natürlich ist in Bayern ein Highlight, aber das Hauptaugenmerk zählt dann nach einer Zeit erstmal auf Berlin, weil da geht es um ganz wichtige Punkte gegen Abstieg. Freitagabend nach dem Bayern-Spiel, 18 Uhr, Berliner Olympiastadion, wird eine heikle Aufgabe. Jimmy, was zeichnet euch im Moment aus? Es sieht so aus, als wäre eine gute Struktur in der Mannschaft. Ihr seid sehr kampfstark, sehr spritzig, konditionsstark. Ja, wie gesagt, wir haben es gut umgesetzt, was der Trainer verlangt hat. Vor allem defensiv, finde ich, hat man das gut erkannt. Wir haben jetzt gegen Duisburg aus dem Spiel kaum Chancen zugelassen und auch schon gegen 60 aus dem Spiel heraus. Das war ein Freistoß noch, der an die Latte ist. Aber ansonsten waren wir sehr kompakt gestanden und gut und das ist natürlich erstmal die Basis. Und gegen 60 haben wir es nicht geschafft, ein Tor zu schießen, aber jetzt, wie gesagt, zwei Tore, also es geht aufwärts. Und wie gesagt, solange man keins kriegt und eins schießt, dann gewinnt man meistens. Ein wahres Wort. Dankeschön, Jimmy Müller. Der SSV Jahn Regensburg am Montag ab 20.30 Uhr im Regensburger Jahnstadion in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde gegen den FC Bayern München. Da kann man nur sagen, Jungs, toi toi toi. Unser Sidekick beschäftigt sich dieses Mal mit dem Umbau des Jahnstadions. So sieht das, fast neue Stadion an der Prüfeninger Straße jetzt aus. Weniger als 8 Wochen hatte der SSV Jahn Regensburg Zeit, seinen Jahnplatz für die zweite Liga aufzurüsten. Pünktlich zum ersten Heimspiel wurde das Stadion offiziell für zweitligatauglich erklärt. Was sofort auffällt, ist die neue Nordtribüne. Dabei gab es viele weitere Baustellen.
Ja, also wir haben sicherlich im Kabinentrakt war es eine Herausforderung, einfach mit den Gegebenheiten zurechtzukommen und trotzdem die Auflagen der DFL zu erfüllen. Da haben wir durchaus auch ein bisschen kreativ rangehen müssen und die Schiedsrichterkabine in die ehemalige zweite Gästekabine bringen und die andere Gästekabine einen Durchbruch schaffen in die Trainerkabine und da eine große Gästekabine draus zu machen. Also das waren so Punkte, wo man sich auch gut überlegen musste, wie geht man es an, dass man es überhaupt umsetzen kann. Doch nicht nur die Kabinen stellten die Verantwortlichen vor Herausforderungen. Beispielsweise das gesamte Thema Strom und Verkabelungen. Wir haben hier zwei zusätzliche Stromgeneratoren, die am Spieltag laufen. Das eine ist der Stromgenerator fürs Flutlicht, der einen sehr langen Leitungsweg gebraucht hat. Und der andere Stromgenerator für die Medien, der auch einen sehr langen Leitungsweg braucht. Beide sind platziert zum Ausgang der Bettnerstraße. Und das war mit Sicherheit eine Herausforderung, das auch in der Kürze der Zeit erstens zu konzipieren und zweitens dann auch umzusetzen. Zudem mussten etwa die Flutlichter erneuert werden. 800 Lux leisten die neuen, alten Lichtanlagen eine große Herausforderung, vor allem aus statischer Sicht. Nicht zu vergessen der Rollrasen, dessen Heizung quasi noch installiert wird. Ein 18 Meter hoher Kamin und zwei Heizöltanks werden an dieser Stelle ihren Platz finden. Alles in allem sind die Verantwortlichen mehr als zufrieden. Ja, wir sind natürlich zuerst mal glücklich, dass es alles geklappt hat, weil es war wirklich eine große Herausforderung, innerhalb einer so kurzen Zeit so ein dann doch sehr großes Bauprojekt umzusetzen. Und es ist auch nur gegangen, weil einfach alle Beteiligten wirklich mehr als 100% gegeben haben. Und da sind wir zuerst mal glücklich, dass wir am Sonntag hier spielen haben dürfen und dass das alles geklappt hat und dass wir es natürlich mit dem Dreier noch beginnen haben dürfen. Das war natürlich das Schönste von der ganzen Geschichte. Es ist und bleibt ein altes Stadion, so Baumeister weiter. Aber für die verbleibende Zeit werde man das Beste daraus machen. Ein ostbayerischer Sportverein hat Probleme in der Vorstandschaft. Kurt Mischala vom FC Schwandorf, du bist ja dritter Vorstand. Was ist denn los bei euch? Wo habt ihr ein Problem? Der erste FC Schwandorf feiert nächstes Jahr sein 100-jähriges Jubiläum mit fast 1000 Mitgliedern, aber leider momentan keinen ersten Vorstand. Es ist jetzt beabsichtigt, nach den Sommerferien wieder zu einer außerordentlichen Versammlung zu laden, in der dann hoffentlich ein erster Vorstand präsentiert werden kann. Die sonstige Vorstandschaft, die stehen als zweiten und dritten Vorstand, Kassier, Schriftführer, steht. Im Nachgang zu der Jahreshauptversammlung hat dann eine Sitzung des Gesamtvorstandes stattgefunden mit den Abteilungsleitern und man war sich einig, dass die Person, die das Amt des ersten Vorstands ausüben kann, soll, vielleicht nicht mehr voll im Berufsleben steht und einfach dann auch diese Zeit aufbringen kann. Darum scheiden auch der zweite und ich als dritter Vorstand momentan für diese Position aus. Der Verein ist finanziell gesund, die 8 Abteilungen sind hervorragend geführt. Die sportlichen Erfolge sind da und es ist momentan schade, dass man niemanden findet, der dieses Ehrenamt eines ersten Vorstandes ausübt. Bei unserem letzten Gewinnspiel gab es 2 Karten für den DFB-Pokal-Hit SSV Jahn Regensburg gegen den FC Bayern München zu gewinnen und der glückliche Gewinner ist Andreas Schieber aus Schmidtgarden. Wir haben so viele Zuschriften bekommen, so viele Mails bekommen, so viele wollten Karten für dieses bereits ausverkaufte Spiel. Wir haben noch 2 für euch organisiert. Einsendeschluss ist dieses Mal Sonntag 12 Uhr. Bitte eine Mail an die unten angegebene Adresse mit dem Stichwort FC Bayern München. Und ganz wichtig, wir müssen euch ja kurzfristig verständigen, wenn ihr gewonnen habt, die Telefonnummer angeben. Also viel Glück bei unserem Gewinnspiel. Wir freuen uns jetzt alle auf ein super Fußballwochenende und auf ein tolles Spiel im Jahnstadion. Jahn Regensburg gegen den FC Bayern München. Vielleicht gibt es ja doch eine Sensation.